In der letzten Folge haben wir darüber gesprochen, wie du für dich Ziele definierst, beziehungsweise wie du da hinkommst. Und heute sprechen wir darüber, wie kannst du denn die Ziele dann auch erreichen? Also, was sind so die Dinge, die du dafür brauchst, um deine Ziele zu erreichen? Und wie kriegst du es eigentlich hin, festzustellen, sind wir doch auf dem richtigen Weg? So, und das alles nach dem Intro, so heißt es, glaube ich. Alles klar, bis gleich. Ist geil. Leute, ihr müsst euch das mal geben. Also ihr hört uns ja jetzt und ihr habt gehört, er muss lachen. Und eigentlich ist jedes Mal für mich der größte Moment, wenn der Daniel noch vorm Intro einmal kurz lachen muss, weil da weiß ich, das ist gut. Wenn er nämlich nur in die Kamera guckt, dann so halb. Das ist dein am Schluss. Podcast, wenn ich mich freue, das ist doch schön. Ziel erreicht, das war der kürzeste Podcast vorher. Vor kurzem hat einer zu mir gesagt, er findet es richtig gut, war ein Kunde von uns, er findet es richtig gut, dass wir einfach richtig Spaß haben in unserem Podcast. Er sagt, mega Wissenstransfer, aber ihr seid nicht so trocken. Es ist nicht so, ja, da müsst ihr da und da und da, sondern es ist immer, sagt er, ihr ballert euch fast immer weg und das motiviert einen auch einfach zuzuhören. Also anscheinend ist es gut, dass wir uns gegenseitig so ein bisschen Hops nehmen. Aber sei es drum. So, Ziele. Ziele. Beim letzten Mal ganz intensiv darüber gesprochen, Ziele und Wie man zum Ziel überhaupt genau kommt und auch und was jetzt Ziele umsetzen sein darf es. können, ne, weil Ziele nicht nur Umsatz sind, sondern was Ziele sein können. Aber jetzt gehen wir mal von diesem Fakt aus. Wir haben festgelegt, wir wollen ein gewisses Wachstum erzielen. Sagen wir mal, wir wollen um 2 Millionen wachsen beispielsweise. Wir wollen das in einem ganz bestimmten Bereich tun, in beispielsweise komplexe Bauteilebereich, weil wir machen einmal so Serienbauteile, stinknormale Sachen und einmal sehr komplexe Sachen. Ne? Und wir wollen in diesem komplexen Bereich wachsen und das soll ein großer Anteil von dem Wachstum von 2 Millionen sein und das beispielsweise über die nächsten, sagen wir mal, 3 Jahre. So, jetzt hätte man ein relativ klar formuliertes Ziel. Jetzt müssen wir kurz überlegen, ist es so ein smart, ist es spezifisch, ist es messbar, ist es attraktiv, ist es auch realistisch und wir haben es terminiert. Ja, wir haben ein smartes Ziel. Also, so banal das jetzt klingt, von wegen, was müssen wir denn jetzt machen, dass wir das Ja. Ziel auch erreichen? Ich habe im Vorfeld von dem Podcast so ein bisschen flapsig dahingesagt, naja, machen halt. Ja, das ist der Kern. Und die Frage ist ja jetzt, im Endeffekt muss ich nur ein System darum herum schaffen, dass die Ziele jetzt auch im Fokus stehen. Weil Ziele, genauso wie Strategie, haben ganz oft den Makel sozusagen, man hat einmal lang drüber nachgedacht und es hat auch genervt. Dann hat man sie irgendwo hingeschrieben und hat sie in den Schrank gestellt oder auf irgendeinem Festplatte abgelegt und dann guckt man immer rein und dann dreht man sich um und dann kommt der Alltag und dann macht man das, was kommt. Und das ist dann auch immer das, was da kommt, gerade die Ausrede von wegen, weil es gerade gut oder schlecht läuft und weil der Kunde gerade schreit. So, ich muss jetzt eigentlich nur in Anführungszeichen dafür sorgen, dass die Ziele in meinem Alltag auch stattfinden und die Bedeutung haben, die ich brauche. Und jetzt hast du so schön gesagt, was ich gerade auch wichtig fand, Ziele für die nächsten 2, 3 Jahre, nicht nur für das eine Jahr. Also wenn ich eine gewisse Entwicklung strukturell hinkriegen will, darf ich mir nicht nur überlegen, was ich die nächsten 6 bis 12 Monate haben will, sondern mal so grob perspektivisch für die nächsten 3 Jahre. Nicht runtergebrochen auf jede Woche, aber wo will ich in 3 Jahren sein und was sind meine Steps für die nächsten Jahresscheiben? Und immer das nächste Jahr, das ich gerade vor mir habe, das breche ich runter auf 3 Monatssequenzen. Dann komme ich aus der Nummer nicht mehr raus. Also dahinter steckt auch die OKR-Logik für alle die sagen, Mensch, habe ich das schon mal irgendwo gehört. Ist natürlich noch ein bisschen mehr als nur auf 3 Monate runterbrechen. Ah, guck mal, hinter diesem Thema Ziele erreichen. Und diesem Herunterbrechen hängt gleichzeitig noch dran. Ich gehe jetzt mal davon aus, ihr seid mehr als einer in dem Vertriebsteam. Es geht ja nicht nur darum, dass du für dich verstanden hast, welches Ziel du erreichen willst, sondern es gegebenenfalls anderen klar machen, das mitsteuern. Dann habe ich auch noch die Thematik, wie und über was unterhalte ich mich denn mit meinem Vertriebsteam? Ich weiß nicht, wie viele ich schon kennengelernt habe, die irgendwelche wöchentlichen, täglichen, sonstigen Meetings einberufen, die dann so richtig schön weekly und daily und so weiter heißen und nicht wissen, was sie dort besprechen sollen. Und dann wird immer nur das besprochen. Dann gibt es auch, ja, die nächsten nennen es Vertriebsmeeting oder Vertriebsstehung, völlig egal.
und jeder erzählt irgendwas, keinem ist so richtig klar, mit was er da reingehen soll. Wenn du aus unserer vorherigen Folge dir mal angeguckt hast, wie dein Unternehmen strukturiert ist und wo du hingehen willst, dir daraus die Ziele abgeleitet hast, jetzt vielleicht so einen Dreijahresblick hast und jetzt passt genau Ende 2023 dein Ziel für 2024 auf die Quartale runterbrichst und dir dort auch quasi so ein schrittweises Vorgehen hinlegst, wie gehen wir vor, um dorthin zu kommen, musst du eigentlich auf Quartalsebene immer gucken, passen die Ziele noch? Ja. Das kannst du einmal alle 3 Monate machen? Oder hat sich irgendwas von deinen Annahmen geändert? Und innerhalb von den 3 Monaten musst du doch jetzt wieder in Anführungszeichen nur darüber sprechen, wie gut ihr bei der Zielerreichung seid. Das wollte ich gerade sagen. Ihr nicht seid. Das genau. Ist doch. Ja. Und schon ist auch klar, über was spreche ich in meinen Vertriebsmeetings. Also das hat alles einen Zusammenhang. Ja. Das war. Ich hab die ganze Zeit darauf gewartet, dass du so weit runtergebrochen hast, weil am Ende des Tages. Am Ende des Tages, das ist nämlich das große Problem. Naja, du sagst dann sowas wie in 3 Jahren 2 Millionen. Okay, jetzt brechen wir es mal auf 1 Jahr runter. Was müssen wir denn in dem Jahr tun, um diesem Ziel näher zu kommen? So, dann sind die Leute immer noch so, boah, ein ganzes Jahr. Und dann gehst du runter und treibst es in 3-Monats-Scheiben. Und dann kannst du ja immer noch wöchentlich besprechen. Aber wenn du dann einen klaren Plan hast, was passiert in den nächsten 3 Monate? Und du kannst es immer wieder überprüfen. Haben wir das geschafft? Haben wir es umgesetzt? Hat es uns vorausgebracht oder nach vorne gebracht? Dann hast du nämlich auch gleichzeitig die Möglichkeit, und jetzt kommen wir ja zu dem eigentlich noch spannenderen Teil, dass du überprüfen kannst, ob deine Maßnahme zielgerichtet ist. Wenn du nämlich dann nach 3 Monaten feststellst, okay, so richtig läuft es nicht, aber es läuft so ein bisschen an, nach 6 Monaten stellst du fest, jetzt dreht immer noch nicht schneller. Ich sag mal, spätestens nach 9 Monaten kannst du sagen, okay, pass auf, die Maßnahme ist absolut für nichts, die hilft uns nicht weiter. Los sag. Ist für den Arsch, ist komplett für den Arsch. Die hat uns nicht weitergebracht. Du kämpfst. Ja, einmal wollte ich den Schein warnen, wir haben es halt eh schon versaut. Das für den, und der Hundebäcker hat auch schon wieder geklingelt. Und ich habe das Handy sogar ausgeschaltet. Ich habe nämlich einen Rüffel gekriegt bei der letzten Folge, ich muss das Handy ausschalten, als es geklingelt hat. Jetzt habe ich es ausgeschaltet und der blöde Bäcker klingelt trotzdem. So, an dem Fall versaut. Aber genau, dann ist es nämlich, dass die komplette Maßnahme prinzipiell einfach nicht tauglich, um das Ziel zu erreichen. Aber dann habt ihr das nicht nach einem Jahr festgestellt, dann habt ihr das nach ein paar Monaten festgestellt. Idealerweise vielleicht nicht erst nach 9, sondern vielleicht wirklich so nach einem halben Jahr. Und da könnt ihr dagegen steuern. Vielleicht ist die Maßnahme auch nicht richtig ausgerichtet und ihr müsst einfach die Maßnahme etwas verändern. Aber das ist genau das, was der Daniel uns jetzt von 3 Jahre auf 3 Monate runtergebrochen hat und am Ende des Tages gesagt hat, ganz am Anfang gesagt, ihr müsst es halt machen. Nämlich genau da ist es. Das Schöne daran ist doch, also ich habe schon öfters gesagt, ich bin ein grundfauler Hund. Ich habe keinen Bock, an 300 Details mich zu erinnern, die noch nicht einmal miteinander zusammenhängen. Und jetzt klingt es immer so kompliziert. Ja, ich muss erstmal mein Unternehmen analysieren und Geschäftsmodell, Strategie, Ziele, Maßnahmen, Planung. Ja. So, das sind keine Sachen, die du alle als Einzelsäulen abarbeiten musst, die dir nachher nichts bringen, die nur Aufwand machen. Das hängt alles super miteinander zusammen. Und es kommt nahe, jetzt machen wir mal ein ganz, ganz banales Beispiel. Wir hatten in der letzten Podcast-Folge haben wir so ein bisschen drüber gesprochen, wie ich überhaupt dazu komme, welches Ziel ich verfolgen will, weil ich mir angucke, wo mein Unternehmen steht und wo es hingehen soll. Mhm. Und jetzt kommen wir vielleicht aus dieser Überlegung zu dem Punkt, pass auf, wir sind ein Formenbauer, Anlagenbauer, was auch immer. Mhm. Wir bauen aber nicht nur dieses Endprodukt, sondern wir sind verdammt gut in einer gewissen Teildisziplin und können dieses Wissen noch verwerten und noch das Projektmanagement draufsetzen. Mhm. Lass uns dazu doch ein Online-Produkt bauen, das wir separat verwerten können, weil wir wollen als strategisches Ziel nach unserer Analyse, die wir gemacht haben, wir wollen nicht nur auf unser Kerngeschäft vertrauen, wir wollen eine zweite Säule daneben stellen, die uns aber auch nur unsere bisherige Cash-Cow füttert. Also ist das Ziel, das ich haben will, das Ergebnis, das ich erreicht haben will, dass wir ein weiteres Geschäftsfeld namens Online-Produkt etabliert haben, dass das funktioniert, dass die Inhalte da sind und dass die Werbung und das Marketing dafür läuft und die Kunden das kaufen können. Das ist das Ziel, das ich haben will. Jetzt müssen wir nur drüber sprechen,
Je nachdem, wie viele Kapazitäten ihr habt, ist das realistisch bis 31.12.2024 oder ist es längerfristig? Ja. So. Und jetzt muss ich mir doch nur noch überlegen, das ist mein Ziel. Warum will ich das? Weil ich ein bisschen Unabhängigkeit haben will von der einen Säule, auf der sich alles ausruht und so weiter. So, jetzt müssen wir nur noch eine Frage stellen. Was müssen wir nacheinander tun, damit das klappt? So, und die Sachen schreibe ich mir untereinander in, denkt an Excel, einfach untereinander in Zeilen. Was sind die Schritte nacheinander, die ich dafür machen muss? Ja. Weil zum Beispiel, ihr könnt ja nicht anfangen, das Ding zu programmieren oder eine Agentur zu beauftragen, wenn ihr vorher nicht definiert habt, wie ihr damit Geld verdienen wollt, dann das Wissen zusammengetragen habt, dann das Ding aufgebaut. Es gibt eine logische Reihenfolge. Ja. So, und jetzt sind wir bei unseren 3-Monats-Dingern. Jetzt schiebt doch diese einzelnen To-Dos einfach in die Zeitschiene rein. Bis wann ist was zu erledigen? Und was kann ich erst starten, wenn die vorherige Aufgabe erledigt ist? Ganz banale Projektmanagement-Logik. Und das gibt's automatisch, das Ziel, das zum Ende erreicht werden muss, die Zwischenziele, die zwischendrin erreicht werden müssen. Ende der Geschichte. Über was unterhalte ich mich jetzt mit dem Vertriebsteam oder dem Projektleiter? Naja, ich mache den 3-Monats-Plan oder den 12-Monats-Plan auf und sage, Sascha, du musst doch bis zum 31.03. mal die Inhalte zusammenstellen, die in unserem Online-Produkt drin sind. Es ist jetzt Ende Februar, du hast noch 4 Wochen. Ist die Ampel grün, gelb oder rot? Schaffst du das noch? Wie schaut's aus? Mhm. Und da, ja. Gleiches Beispiel ist auch, wenn ich rein vertriebliche, das war jetzt sowas Konzeptionelles, ja, ja, aber gleiches schon. Beispiel ist, wenn wir sagen, wir wollen mal in den Markt Medizintechnik rein. Als erstes muss ich mal eine kleine Marktanalyse machen, dann rufen wir mal die ersten Kunden an, dann machen wir mal ein kleines Webinar dazu, mal zu gucken, wie die Leute reagieren, dann gehe ich in den größeren Vertrieb. Ja. So, das sind meine 4 Schritte, leg sie auf die Zeitschiene. Was bespreche ich im nächsten Vertriebsmeeting? Sascha, hast du dich schon um den Markt gekümmert? Das ist der Punkt. Nämlich, und dann kommt wieder das, du kannst auch dagegen steuern. Also, dann funktioniert es nicht. Du hast vorher gesagt, Ampel grün, gelb, rot. Ampel grün, alles gut, Zeitschiene läuft. Ampel gelb, okay, aber hakt es. Und ihr könnt direkt gegensteuern. Ihr habt nicht das Thema, dass ihr irgendjemand irgendwie laufen lasst und dann hofft, in einem halben Jahr funktioniert irgendwas, sondern ihr habt eben diese Sicherheit, die Maßnahme gescheit aufgeplant zu haben, dagegen steuern zu können und zur Not dem Sascha Unterstützung steuern zu können bei irgendwelchen Themen oder Sachen anders aufzuteilen, etc. Und diesen Umsetzungsplan, wie du ihn beschrieben hast, pack's auf die Zeitschiene, überprüf's regelmäßig, das hilft euch enorm dabei, eure Ziele zu erreichen. Du hast gesagt, machen am Ende des Tages fällt es davon raus. Wer das Ding live sehen will, wir sagen ja immer, hey, wir schicken es raus. In dem Fall schicken wir es nicht raus, weil es unsere eigene Planung ist. Wenn ihr sehen wollt, zeigen wir es euch aber mal, wie sowas aussieht. Ja. Das Geniale daran ist ja auch, du kannst im Normalfall nichts alleine auf dieser Welt retten. Außer du bist wirklich ein Standalone-Freelancer und dann hast du immer noch irgendwelche Menschen um dich rum. Das befähigt dich nachher aber, Menschen eine klare Ansage zu machen, was sie wie tun sollen. Weil die andere Konsequenz wäre, nimm dir das Ziel mal nicht gescheit vor und sag mal in deiner Vertriebsrunde, wir sollten mal da was mit so einem Online-Produkt machen. Ja, da wird nichts passieren, weil keiner sich berufen fühlt, was zu machen. Und wenn einer was macht, ist die Wahrscheinlichkeit riesengroß, dass der was anderes macht, als du dir vorstellst. Ja. Und das ist ja völliger Quatsch. Und so kannst du sagen, hey, pass auf, wir wollen dieses Ergebnis erreicht haben. Warum? Weil wir bislang viel zu stark von einem Kunde in einer Branche abhängig sind und wir hier ein zweites Standbein daneben haben. Wir gehen folgendermaßen vor, weil wir wissen, in der Reihenfolge macht es Sinn. So, und jetzt gibst du entweder das gesamte Paket einem und der macht's und steuert's auch, oder du gibst mehreren Menschen und ich weiß, dass zuerst der Sascha über den Markt nachdenkt, ich dann aber entweder parallel oder danach die Inhalte erstmal zusammentrage, die dann die Stefanie grafisch aufbereitet und weiß der Geier, der Dirk dann da rein programmiert. Und jeder weiß Bescheid, um was es geht. Und ich kann auch so Stufen einbauen wie, wir machen hier mal gar nichts, bis der Sascha sich den Markt angeguckt hat, weil vielleicht kommen wir auf den Punkt, dass wir's canceln. Dass es gar nicht passt, ja. So, und du siehst auch, blöd,
Also wenn ich jetzt auf den Zeitplan schaue, der Sascha muss im ersten Quartal 5 Themen gleichzeitig machen, soll dann aber auch noch 20 Kunden anfunken. Das ist viel zu viel, das wird nicht funktionieren. Genau, du kannst im Prinzip alles aufplanen, du hast über alles einen Überblick. Das Einzige, was halt die Grundvoraussetzung dafür ist, dass du A, weißt, wo du hin willst, das Thema Ziel, also vorherige Folge, ganz wichtig, und dass du dir einen ordentlichen Plan machst. Und wenn ihr es nach der Logik macht, wie wir es gerade beschrieben haben, dann fällt es euch leicht, das zu überprüfen, zu verfolgen und auch zu steuern. Und ich bin beim Daniel. Wenn ihr das sehen wollt, gerne www.vertriebsmaschine.com. Da gibt es so ein Button Erstgespräch. Schreibt einfach rein, ich will eure Planung sehen oder sowas. Da kann man so ein Feld, kann man es auch sehen. Jetzt. Genau, ich will eure Planung sehen und zwar jetzt. Dann können wir euch gerne mal zeigen, wie das aussieht. Und wir können euch auch eine grobe Idee mitgeben, wie es für euch aussehen könnte. Ja. Und an der Stelle sind wir für heute raus. Wie immer, macht's gut und ciao. Ciao.